Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Chefküche Homemade. Wir zeigen euch heute ein selbstgemachtes Kräutersalz mit selbstgetrockneten Kräutern aus dem Garten und das könnt ihr auch hervorragend als Geschenksidee für jeden möglichen Anlass verwenden. Für unser Kräutersalz verwenden wir grobes Meersalz, Oregano, Rosmarin, Thymian, Petersilie und Basilikum. Und jetzt fangen wir an, unsere Kräuter vom Stiel zu lösen. Wir haben jetzt einmal alle Kräuter von den Stielen getrennt und ein bisschen mit den Fingern zerkleinert. Und jetzt werden wir einmal alle Kräuter miteinander mischen. Und jetzt im Anschluss werden dann unsere gemischten Kräuter mit dem Salz vermengt. Dazu nehmt ihr euch am besten eine kurze Pause. Und wir machen das jetzt im Verhältnis 1 zu 10. Wer es geschmacksintensiver haben möchte, der kann natürlich auch mehr Kräuter nehmen. Unser Kräutersalz ist jetzt fertig vermischt und jetzt füllen wir es in Salzmehl ab. Unser Kräutersalz ist jetzt fertig abgefüllt und bereit verschenkt zu werden. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.